Unten in der Videobeschreibung gibt es eine Inhaltsangabe inklusive Zeitangaben, wo ihr direkt mit einem Klick zu einem bestimmten Thema springen könnt. Da sind wir also in Logos 9. Einfach zu erkennen daran, dass wir das neue Symbol haben und dass auch hier oben einige neue, schöne Tools versteckt sind. Wir haben uns letztes Mal die Predigt-Tools angeschaut, Predigt-Kalender, Predigt-Editor, und da entdeckt, was alles möglich ist, auch für den praktischen Dienst, auch für die Seelsorge. Und heute geht es so ein bisschen mehr um die Recherche und was wir für neue Möglichkeiten haben, Recherchen zu starten und auch ein bisschen zu erweitern. Denn eins der größten Probleme, die Leute mit Logos haben, ist es, dass es zu viel kann oder so viel kann, dass man am Anfang überfordert ist. Und weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und mittlerweile auch so viele Datensätze, ist die Herausforderung klar und uns auch sehr bewusst. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten ein Google für Logos entwickeln. Wir wollen eine zentrale Stelle haben, wo wir sagen, hier kann ich loslegen, egal was ich suche, egal was ich recherchieren will, ob ich ein Buch sehen will, ob ich ein Thema recherchieren will. Das ist der Punkt, wo ich hingehe und von dort aus kann ich weiterarbeiten. Das neue Faktbuch ist genau diese Idee und es geht nicht darum, irgendwelche anderen Tools und Assistenten und Werkzeuge und alles zu ersetzen, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man ein Ansatzpunkt hat, von dem man aus in alle Richtungen weitergehen kann. Und es sind einfach so viele Informationen dazu gekommen, dass man manchmal gar nicht genau weiß, an welchen Stellen welche Datensätze denn durchsuchbar sind. Und beim Faktenbuch bisher ging es schon so, dass wir Predigtthemen konnte man schon durchsuchen, Personen, Orte und so weiter. Aber für griechische Wörter musste man in die Wortstudie gehen, für Bibelabschnitte den Bibelstellenassistenten nehmen und so weiter. Und da haben wir jetzt gesagt, das kommt jetzt alles an einen Ort. Und das Faktenbuch ist jetzt sozusagen gerade im Entstehen. Es ist komplett von Grund auf neu programmiert. Wir werden auch gleich sehen, dass das den großen, großen Vorteil hat, dass wir es sowohl mobil als auch in der Web-App nutzen können. Und von da gibt es ein paar Stellen noch, wo man denkt, okay, hier ist noch ein bisschen Entwicklungspotenzial nach vorne, aber es ist schon die nächste Version geplant und die übernächste ist auch schon, sind auch schon einige Ideen. Da wird auch einiges noch optimiert werden, wo wir heute Abend vielleicht sagen würden, na, das geht noch besser, keine Sorge, wir hören da auch auf euer Feedback. Und das, was ich in letzter Zeit immer wieder Leuten gesagt habe, seid einfach mutig und klickt euch durch. Also einen Startpunkt zu finden und ab da dort durchzuklicken, das, was euch interessiert. Und das ist fürs Faktenbuch wirklich ein ganz wichtiges Stichpunkt, ein ganz wichtiger Stichpunkt, dass man anfängt und dann mal schaut, wo man weiterklicken kann. Wo findet ihr jetzt das Faktenbuch? Die Idee ist im Grunde genommen, dass ihr es überall finden sollt. Ab der nächsten Version wird es auch wie in der Web-App hier direkt neben der Bibliothek sein. Das könnt ihr hier in der Web-App schon sehen. Da ist das Symbol schon drin. Das wird dann auch ab der nächsten Version kommen. Natürlich findet ihr es aber auch unter den Werkzeugen. Ich habe es mir schon hier oben eingerichtet. Wenn ihr es nicht oben habt, könnt ihr Faktenbuch eingeben, mit der rechten Maustaste draufklicken und Anheften auswählen. Und dann kommt es auch direkt hier oben rein. Und ihr könnt es natürlich auch in euren Shortcut-Menü hier oben reinschieben. Und es taucht ansonsten aber auch in vielen anderen Stellen auf. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Befehl klicke und suche nach Vergebung, eins meiner Lieblingsthemen, das wisst ihr, und dann schlägt Logos mir auch schon gleich vor, in den Werkzeugen öffne das Faktenbuch zur Vergebung. Und zwar, im Unterschied zu anderen Assistenten, kann ich mir ja dann aussuchen, welche Art von Datensatz ich untersuchen möchte. Datensätze sind ja diese zusätzlich hinterlegten Informationen zu einem Bibeltext, wo man hinterlegen kann oder wo wir hinterlegt haben. Hier kommt das Thema Vergebung vor, was sich für eine Predigt eignet. Hier kommt das Thema vor in einem theologischen Sinne, wo es diskutiert wird und so weiter. Und das kann man alles dann mit dem Faktenbuch durchsuchen. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Recherche mache über die Suche, also einen ganz normalen Suchbefehl eingebe und hier jetzt den Petrus eingebe, dann
findet er mir sowohl den Petrus, aber er sagt mir hier oben auch gleich, hey, wie wär's, wenn du den Petrus auch im Faktenbuch vorher noch öffnest? Und da kann ich dann draufklicken und er wechselt sofort ins Faktenbuch. Also es gibt viele Möglichkeiten, ins Faktenbuch zu kommen. Es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, irgendwann mal dort zu landen. Mittlerweile gibt es auch einen visuellen Filter fürs Faktenbuch. Den zeige ich euch gerade. Der ist hier auch wieder das Faktenbuch-Symbol. Für manche war es schon störend, denn wenn man den aktiviert, dann, Moment, ich mache es mal größer, dann werden überall kleine blaue gestrichelte Linien unten angezeigt. Das hat manche schon irritiert, die gesagt haben, was sind denn diese Linien? Und wenn ich draufklicke, dann öffnet er mir direkt dann das Faktenbuch. Und das ist eigentlich eine sehr coole Idee, wenn man weiß, wie man es nutzen muss und wenn man eben weiß, dass man es auch deaktivieren kann, wenn man gerade eine andere Suche machen möchte. Das soll auch noch ein bisschen individueller gestaltet werden können, sodass man hier nachher auch aussuchen kann, welche Arten von Faktenbucheinträgen man sehen soll. Und ich hoffe einfach mal, dass das in den nächsten Versionen kommt und vielleicht, wenn ihr es auf YouTube nachschaut, ist die Einstellung vielleicht sogar schon da. Also egal, wo ihr anfangt, wir nehmen jetzt einfach mal hier unter den Werkzeugen und klicken aufs Faktenbuch und haben jetzt hier natürlich schon einen Eintrag, den ich von meiner letzten Recherche hatte. Aber wir tippen jetzt einfach mal ein Wort ein. Ein ganz, ganz allgemeines Wort, Leben. Kann ja in ganz viele Richtungen gehen, diese Recherche. Und jetzt seht ihr, dass ich die ersten verschiedenen Vorschläge bekomme, was Logos denkt, wonach ich vielleicht oder wahrscheinlich suchen möchte. Jetzt ist natürlich Leben so ein breiter Begriff, dass es da so viele Ideen gibt, dass ich sage, nee, also diese Vorschläge, die reichen mir nicht genau. Ich will mal gucken, was Logos so alles für mich bereithält und auf Lager hat. Und dann kann ich hier unten klicken, alle zeigen, also alle Einträge. Oder ich kann auch hier den Shortcut nutzen, Umschalt und Enter-Taste oder Eingabe. Und dann bekomme ich keinen Faktenbuchartikel, sondern ich bekomme jetzt eine ganze Liste von möglichen Faktenbuchrecherchen, die ich starten kann. Und ich bekomme erstmal die Top-Ergebnisse. Das sind sozusagen die Dinge, die wir denken, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass jemand sucht. Aber richtig genial ist jetzt, ich bekomme unten auch eine kategorisierte Liste. Egal wie viel ihr an Datensätzen kennt, hier bekommt ihr alles angezeigt, was es zu diesem Stichpunkt in Logos gibt. Also man kann Konzepte durchsuchen. Ja? Dann hat man unten Ereignisse, die dieses Stichwort enthalten. Ja? Und jetzt hat man hier, okay, Leben, habe ich jetzt erstmal nicht dran gedacht, aber jetzt könnte ich ja auch irgendwie Lebensbilder von den verschiedenen Personen hier mal anschauen. Ja? Und es gibt Listenbücher, die erklären wir dann gleich auch nochmal. Und Wortbedeutung zum Beispiel und Bibelstellen, die ein Stichwort haben dazu, verschiedene Texte, Personen und so weiter. Ja, ich bekomme auch Bücher, die diesen Titel haben in Logos. Also das sind jetzt einfach nur mal die Ideen, die Logos sagt, das kann ich dir alles recherchieren. Und hier können wir dann anfangen auszusortieren, was uns gerade wichtig ist. Was hier entscheidend ist, wenn ihr Leben eingibt und einfach die Enter-Taste drückt, dann wird er direkt hier oben das erste auswählen. Okay? Wenn ihr diese Suchübersicht mit den ganz vielen verschiedenen Artikeln haben möchtet, dann klickt ihr hier unten auf Alle zeigen für Leben. Und dann bekommt ihr keinen Artikel, sondern eben die Artikelauswahl, die Logos euch anbietet. Wichtig auch hier ist zu wissen, Logos durchsucht die Datensätze, die ihr in eurer Bibliothek habt. Das heißt, wenn ihr die Bücher zum Beispiel nicht drin habt oder wenn ihr die Wortbedeutung nicht drin habt, dann werdet ihr hier auch andere Ergebnisse sehen. Ja, also es ist hier die Ressourcen, die hier zum Beispiel angezeigt werden, sind die Ressourcen, die ich in meiner Bibliothek habe und die durchsucht Logos. Es gibt auch noch Möglichkeiten, sich Vorschläge machen zu lassen. Das schauen wir uns dann aber später nochmal an. Also als erstes klingt jetzt hier zum Beispiel das vielleicht mal ganz interessant. Das ist jetzt eher so eine dogmatische, systematisch-theologische Recherche. Und das klicke ich jetzt einfach mal an.
Was ihr jetzt merkt, ist, dass das Faktenbuch den neuen Faktenbucheintrag selbst im eigenen Fenster öffnet. Das kann von euch gewollt sein. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich gerne diese Übersicht von den Optionen, die mir das Faktenbuch bietet, was ich alles recherchieren kann, die möchte ich gerne behalten. Dann klicke ich einfach hier oben auf das Zurücksymbol. Da kann man ja immer hin und her springen. Komme also wieder zurück zu dieser Seite und habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das Fensterverhalten in Logos ist von Ressource zu Ressource manchmal ein kleines bisschen unterschiedlich. Das Positive ist, wenn ich mich jetzt hier durchklicke, passiert es schnell, dass der ganze Bildschirm überflutet und nur noch Fenster an Fenster an Fenster offen sind, und das kann dann schon mal ziemlich verwirren. Es gibt auch eine Möglichkeit an anderen Stellen, dass man sagt, wenn ich wo klicke, dann bitte in diesem Fenster die Bibel öffnen. Das gibt es das Faktenbuch noch nicht, vielleicht kommt es auch noch. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Seite behalten könnt. Ihr könnt zum einen sagen, ich möchte eine Faktenbuchseite offen lassen, immer so als Backup. Klicke mit der rechten Maustaste drauf und sage dann den Tab bitte klonen. Dann bekomme ich genau das gleiche ein zweites Mal und könnte mich dann jetzt hier durchklicken. Und wenn ich dann sage, nein, ich will nochmal zur Suche zurück, kann ich dann einfach wieder hier rüber wechseln. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einen Shift-Klick zu machen. Das heißt, ich halte die Shift- oder die Großschreibtaste gedrückt und klicke drauf. Und dann poppt ein Fenster auf, ein neues Fenster, kein neues Tab. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gerade auch auf meinem Bildschirm. Also ich habe jetzt hier ein neues Fenster bekommen und das wird mir jetzt hier angezeigt. Die schnelle Lösung ist, dass man das Ganze zieht. Also dass man eins dieser Begriffe, die man haben möchte, nimmt und rüberzieht. Dann kann ich mir auch das dann einteilen. Ich kann mir dann auch meine Bibel dann noch holen. Die habe ich hier in meinen Shortcuts auch hinterlegt und kann mir die zum Beispiel hier unten noch hinziehen. Und alles, was ich jetzt hier recherchieren möchte, das ziehe ich mir jetzt einfach hier drüben in das Fenster rein und bekomme dann hier oben einfach alle Faktenbucheinträge nebeneinander angezeigt. Das ist die Gefahr natürlich wieder, dass man die Übersicht verliert, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, damit man sein Suchfenster behält. Ein Geheimtipp aber noch, denn das, was hier angezeigt wird, ist nicht einfach nur ein Wort, sondern es ist ein tatsächlicher Datensatz, den man genauso auch durchsuchen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier Leben Gideons anschaue und klicke mit der rechten Maustaste drauf, bekomme ich hier natürlich einmal gesagt, hey, du hast das Wort oder den Begriff ausgewählt, aber ich kann auch sagen, ich möchte die Faktenbuchverknüpfung auswählen und habe dann die Möglichkeit, hier auch in einem neuen Tab zu öffnen. Das heißt, wenn ich jetzt draufklicke, wird das Faktenbuch automatisch neu geöffnet, ohne dass ich was ziehen muss oder sonstiges machen muss. Das ist noch eine Möglichkeit. Oder aber ich sage, nein, ich möchte direkt mit diesen Daten arbeiten, denn wenn ich ein bisschen in Logos schon Ahnung habe, weiß ich, dass jede Information hier auch dann zu einer Funktion werden kann, nämlich zum Beispiel Leben Gideon anzuklicken und dann zu sagen, jetzt möchte ich dieses Ereignis im Leben Gideons mal schauen, was gibt es denn da im Atlas zu entdecken? Und den mache ich dann mal auch mit hier auf. Und sehe jetzt hier, ich habe Leben Gideon und dann bekomme ich alle Karten, die relevant sind, bekomme ich jetzt hier eingeblendet. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf und sehe, wo Gideon langgewandert ist, wie die Kriege aussahen, woher die kamen und so weiter. Und dann, wie sie dann auch nach dem Kampf die verfolgt haben. Also das ist auch eine Möglichkeit. Das geht mit allen diesen Datensätzen hier neben. Also ich kann zum Beispiel auch bei einer Bibelstelle sagen, ich klicke hier drauf und klicke auf die Bibelstelle und habe dann gleich die Möglichkeit, einen Bibelstellenassistenten aufzurufen. Also einerseits kann man natürlich einfach normal klicken, andererseits mit Rechtsklick hat man gleich die Möglichkeit zu entscheiden, auf welche Art und Weise man weitersuchen möchte mit diesen Angaben, die es hier im Faktenbuch gibt. Also das ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen Faktenbuch und vielen anderen Ressourcen, dass das Faktenbuch im gleichen Fenster geöffnet wird. Es sei denn, man hat eben nutzt eine dieser Möglichkeiten, das zu verhindern. Mein Tipp, wie gesagt, schnell rüberziehen, dann kommt das neue Fenster gleich auf, wenn man in ein weiteres Faktenbuch
einen weiteren Faktenbucheintrag weiter recherchieren möchte. Oder man arbeitet dann direkt mit den Datensätzen selber und kann dann gleich in andere Assistenten-Bordstudien oder so manuell reinwechseln. Jetzt ist es so, dass manche Datensätze hier einen super Faktenbucheintrag haben, also eine super Auflistung von Elementen. Und bei manchen ist es noch relativ leer. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Leben klicke, zeigt er mir das an, aber er zeigt mir noch keine verschiedenen Abschnitte an. Ich vermute mal, dass das hier nachkommt. Ich habe auf jeden Fall die Ideen gesehen, dass auch zum Beispiel zu semantischen Gebrauch, also Wortbedeutung, dass da auch eigene Faktenbucheinträge kommen. Aber ihr könnt, wie gesagt, ja auch einfach draufklicken und hier das semantische Wörterbuch öffnen. Ihr könnt damit eine Suche kopieren und starten in der Bibel. Das ist alles möglich. Ihr bekommt auf jeden Fall Übersicht, was es alles gibt und was möglich ist. Denn eins ist noch wichtig zu wissen, nämlich im Faktenbuch werden alle Abschnitte automatisch angepasst, je nachdem, nach welcher Art von Daten man sucht. Ich zeige euch das mal, ich habe das hier mal abgespeichert, mal 4 Faktenbücher nebeneinander gelegt. So, wenn ihr das jetzt hier anschaut, macht das Ganze kleiner, damit ihr das seht. Ich habe verschiedene Arten von Recherchen jetzt ausgesucht. Also ich habe jetzt hier einmal ein Dogmatik-Konzept, also systematisch-theologisches Thema. Das ist zum Beispiel auch erst ab dem Goldpaket dabei. Also für alle die, die jetzt dann auch suchen und sagen, hey, das funktioniert bei mir nicht so genau. Das liegt dann vielleicht daran. Bei Faktenbuch habe ich jetzt einfach mal nach Jesus gesucht. Ich zeige euch gleich, warum. Dann kann man zum Beispiel auch nach dem Epheserbrief suchen. Also das kann ich hier oben eingeben. Ich gebe also Epheser ein und bekomme jetzt hier angezeigt, ich möchte einmal die Epheser als Volk, als Personengruppe, oder aber ich möchte den Epheserbrief an sich untersuchen, also als Gesamtpaket. Und dann bekomme ich hier sowas. Und ihr seht, diese Unterabschnitte hier, die unterscheiden sich je nachdem, was ich mir oben für einen Datensatz ausgesucht habe für die Recherche. Beim Epheserbrief und sonstigen Bibelbüchern bekomme ich hier einen Abschnitt Bibelkunde. Der macht natürlich keinen Sinn, wenn ich nach Petrus suchen möchte, sondern der macht nur Sinn, wenn ich nach einem Buch der Bibel recherchieren möchte. Und so passe ich das Faktenbuch an mit den Abschnitten, je nachdem, nach welcher besonderen Art von Recherche man gerade gesucht hat. Bei Bibelkunde, da bekomme ich dann zum Beispiel hier Inhalte an, ich bekomme Gliederungen, Übersichten und so weiter. Da werden wir noch ein bisschen nachhelfen, dass unsere Ressourcen da auch alle erscheinen. Es sind besondere Ereignisse, die in dem Epheserbrief wichtig sind. Es sind natürlich Schlüsselstellen mit dabei, die wichtig für einen Epheserbrief sind. Also hier gibt es verschiedene Abschnitte, die zu der Suche passen, die ich gerade gemacht habe. Bücher ihrer Bibliothek zum Beispiel, alle, die irgendwo einen Epheserbrief kommentieren. Beim Predigtthema zum Beispiel, da werden hier auch schon die Predigthilfen, also die Predigtillustrationen mit angezeigt. Also das ist wirklich so eine ganz automatisierte Anpassung von den Abschnitten. Im Gegensatz zu den Assistenten, wo ich hier mal einen hole. Nehmen wir mal, wo ist er denn? Bibelstellenassistent. Wenn ich jetzt hier eine Bibelstelle eingebe, nehmen wir mal nicht einen ganzen Epheserbrief, da habe ich die Möglichkeit, ich kann mir diese verschiedenen Abschnitte, ich kann die löschen, indem ich dieses Kreuz anklicke. Ich kann mir die verschieben. Ich kann mir auch neue hinzufügen. Über dieses Symbol kann ich mir aussuchen, welche Abschnitte alles drin sein sollen. Das geht beim Faktenbuch nicht. Das Faktenbuch ist als erster Schritt gedacht, das Typischste, wie man normalerweise recherchiert, und da unsere Vorlage. Ob man das irgendwann mal anpassen kann, das müssen wir mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der aktuelle Stand. Und die Abschnitte machen aber auch wirklich Sinn. Jetzt schauen wir uns noch mal ein paar Abschnitte an, die ich besonders interessant finde. Und habe jetzt hier mal das Leben nach dem Tod. Das klicke ich mal an. Und bekomme jetzt hier den Lesetipp. Das ist
bei den dogmatischen Recherchen aus dem Grundriss der Dogmatik, also unser dynamisches, systematisches Bibellexikon mit einer kurzen Zusammenfassung, und hat dann einige Schlüsselstellen, Medien vermutlich in dem Fall nicht, Bücher, wenn man zu diesem Thema Bücher hat, und auch die Möglichkeit, einen Assistenten aufzurufen. Das zeige ich euch auch gleich noch, was da alles sonst noch möglich ist. Ein kleiner Tipp hier ist, bei den Schlüsselstellen gibt es in dem Fall im Faktenbuch keine Möglichkeit, dass man die Schlüsselstellen als Fassliste exportiert oder alle auf einmal öffnet. Das gibt es bei anderen. Das geht wirklich hier einfach darum, einen ganz schnellen Überblick zu bekommen. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie man das trotzdem hinkriegt. Ich kann nämlich hier alles kopieren. Das war vorher im Faktenbuch auch nicht möglich. Ich markiere mir das alles, kopiere das. Und jetzt gehe ich über die Dokumente und erstelle mir hier ein neues Dokument, nämlich eine Versliste. Die wird mir dann geöffnet. Die nenne ich mal Leben nach dem Tod Schlüsselphase. Und hier kann ich jetzt über Hinzufügen aus der Zwischenablage alle Bibelstellen herauskopieren, also aus der Zwischenablage, und bekomme jetzt hier all die Bibelabschnitte auch im vollen Text, weil hier wird er ja auch dann abgeschnitten, bekomme die jetzt hier im vollen Text angezeigt und habe dann so die Möglichkeit, das Ganze weiter zu bearbeiten. Zur Überblickssuche und schauen uns hier jetzt dann nochmal das Leben von Gideon an. Und jetzt merke ich, ich will vielleicht nicht das ganze Leben anschauen, sondern ich möchte wirklich einfach nur die Person Gideon anschauen. Und da ist es jetzt gut, dass das Faktenbuch nicht ein Fenster nach dem anderen aufmacht. Was jetzt hier richtig spannend ist, natürlich ein toller Lexikonartikel. Schlüsselstellen gibt es auch und natürlich dann auch gleich hier die Hebräerstelle. Aber diese verschiedenen Elemente bezeichnet als, das war, hieß ursprünglich mal Lemma, bezeichnet als, wie wird er denn in der Bibel im griechischen Text, also vermutlich Septuaginta dann, oder im hebräischen Text bezeichnet, wo wird er denn Gideon genannt, wo kommt er einfach nur als Pronomen vor. Und dann haben wir jetzt uns ganz viel Mühe gegeben, die Datensätze, die verwandt sind mit einer Person, mit einem Objekt und so weiter, die mal zusammenzufassen, mal an einen Ort zu bringen. Und unter siehe auch gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man weiter recherchieren kann mit verwandten Begriffen. Also zum Beispiel ist es ja relativ simpel zu sagen, der Begriff ist verwandt mit diesen hier. Also hier geht es jetzt um die verwandten Personen tatsächlich. Welche Rolle hat die Person denn? Und hier klone ich das Ganze mal und mache das auch nochmal mit Jesus, weil er dann doch noch ein paar mehr Rollen hat als der Gideon. Genau, hier sehen wir zum Beispiel die Rollen, die Jesus hat. Also seine Verantwortung, dass er einfach ein Zimmermann war, dass er Rabbi genannt wurde, dass er ein Prophet war, Lehrer, Hohepriester und so weiter. All diese Begriffe, die mit dem Wort in Verbindung stehen, werden hier aufgelistet. Und das ist richtig, richtig spannend. Auch dann solche Dinge wie, wo wurde derjenige dann beerdigt? Wo ist er alles hingereist? Wo hat er gekämpft und hat gewonnen? Wo hat er einen Altar gebaut? Und so weiter. Also das wird alles hier im Faktenbuch angezeigt und erweitert nochmal einen ganz großen Blick, weil man viele dieser Verse dann überliest. Ja, er wurde da und da beerdigt oder beigesetzt. Ach so, ja, was war das denn eigentlich für ein Ort? Und vielleicht merkt man dann, oh, der Ort hat eine ganz große Geschichte in der Tradition von Israel und so weiter. Ja, also da kann man wirklich sehr, sehr viel weiter recherchieren. Hier kommen dann jetzt auch die verwandten Begriffe. Also oben heißt es verwandt mit und unten die verwandten Begriffe. Auch eine wichtige Unterscheidung. Genau, also das sind jetzt, wie gesagt, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, die es im Faktenbuch gibt, die ich nicht weiß, dass es die sonst an irgendeiner Stelle so übersichtlich aufgelistet sind. Deswegen ganz große Chance. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Lebenbegriff. Und da gibt es jetzt einen neuen Abschnitt. Das sind die Listen. Listen sind sehr interessant, denn viele der Konzepte, die wir haben, muss man irgendwie sich eintippen. Ja, also ich muss irgendwie wissen, was ich hier oben eintippen kann, was es alles für Begriffe gibt. Habe sie dann aber auch nur als einzelne Stichworte, aber nicht irgendwie gegliedert. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schauen möchte, was sind denn Liste von Themen aus dem Bereich christliches Leben? Okay, was ist das denn genau?
Das ziehe ich mir einfach mal hier rüber. Wir kennen den Trick ja jetzt. Und ich bekomme jetzt hier einen Lesentipp aus einem Buch, was neu ist, nämlich aus Listenbuch Wörter und Konzepte. Und hier bekomme ich jetzt verwandte Begriffe oder Begriffe, die wir zugeordnet haben zu dem allgemeinen christlichen Leben, was Herausforderungen sind, was Alltag ist. Und hier kann man dann jetzt einfach schauen, welche Predigtthemen in dem Fall zu den typischen christlichen Lebensfragen passen. Und diese Listenbücher sind, wie gesagt, eine Zusammenstellung, eine Übersicht von all den Daten, die wir eigentlich in Logos schon haben, aber niemals so auf einen Blick bekommen. Und das ist besonders dann auch interessant, wenn ich jetzt hier mal was anderes eingebe, nämlich den Jakobus. Und da sehe ich hier Liste der Predigtthemen im Buch von Jakobus, Liste dogmatischer Konzepte im Buch von Jakobus oder Liste der Personen namens Jakobus in der Bibel. Und das kann ich mir jetzt zum Beispiel mal öffnen und sagen, ich habe hier einfach mal die Liste der Personen und die werden dann hier angezeigt und ich kann weiter recherchieren. Hier ist, wie gesagt, auch immer zu beachten, wenn die Bücher nicht in der Bibliothek sind, also wenn man diese Listen nicht hat, werden die hier auch nicht angezeigt, beziehungsweise manchmal werden sie dann angezeigt, aber sind dann leer. Das ist teilweise so und teilweise anders. Hier zum Beispiel auch eine ganz spannende Sache, Liste der Predigtthemen. Und dann sehe ich in dem Abschnitt Jakobus 1, 2 bis 18 kommen diese Predigtthemen vor, laut unserer Einschätzung, laut unserem Tagging. Und das ist auch cool, wenn man sich mal den Predigttext anschaut und sagt, hey, ich will mir mal diese Predigtthemen anschauen. Diese Daten sind ja schon in Logos da. Also wenn ich jetzt hier in die Stelle reingehe, kann ich ja mit der rechten Maustaste draufklicken und sehe dann hier auch, welche Predigtthemen in diesem Abschnitt vorkommen. Das überschneidet sich dann mit denen hier neben, aber ist einfach hier nochmal viel übersichtlicher und man kann eben mit einem Klick, wenn man nach Jakobus sucht, sieht man, diese Liste gibt es, schauen wir mal rein, was es da dann so gibt. Und wenn ich jetzt hier auf Gottvertrauen draufklicke, dann öffnet er mir im Faktenbuch das Predigtthema, die Predigtthema-Recherche. Dann nehmen wir mal ein anderes Wort, nehmen wir mal die Trauer. Und hier merkt man schon, hier werden natürlich jetzt auch andere Schwerpunkte gesetzt. Also hier sehe ich jetzt zum Beispiel kein dogmatisches Konzept mehr. Aber dafür sehe ich jetzt hier ein Seelsorgethema mit dabei. Und das ist wirklich auch sehr schön, dass wir auch für die Praxis jetzt wieder mehr Informationen auch eingebaut haben und integriert haben. Und wenn ich jetzt das Thema Trauer behandeln möchte, wäre ich wahrscheinlich nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, ach, ich schaue mir mal an, was sind eigentlich die Praxis, was war die Praxis, wie haben die Leute damals Menschen beerdigt, wie wurde damals getrauert. Und da kann ich mir jetzt einfach hier mal eine Recherche raussuchen, bekomme auch meinen gängigen Lesetipp, bekomme auch weitere Lexikoneinträge hier dazu, kulturelle Konzepte, die damit verwandt sind, kann mir dann auch sogar anschauen, wie das in anderen Kulturen, wenn man halt eben auch die verschiedenen Josephus und so weiter hat. Teilweise habe ich sie jetzt, glaube ich, nur auf Griechische drin, gibt es aber auch auf Englisch und vielleicht auch mal auf Deutsch. Schauen wir mal und kann dann anschauen, wie wurde es in der damaligen Kultur gehandhabt, was waren die typischen Praktiken, wie wurde beerdigt und so weiter. Und was es auch noch gibt, zu jedem Wort, was ich recherchiere, wird dann auch gleich unten angezeigt, welche Lemma, also welche griechischen, hebräischen Wörter gebraucht werden und mit denen dieses Wort dann übersetzt wird. Das heißt, ich kann hier also direkt schon eine Wortstudie mit starten oder eine Recherche zu irgendeinem Wort, was zu diesem Thema passt. Ich klicke also diesmal mit der rechten Maustaste drauf, weil ich weiß nämlich schon, dass ich eine Wortstudie starten möchte und klicke mich durch und klicke auf Wortstudie. Und da wird jetzt ein neues Fenster geöffnet und hier bekomme ich dann jetzt gleich auch die Wortstudie zu diesem Wort, wo ich nicht wusste, dass ich danach suchen muss. Ja? Ich habe einfach Trauer eingegeben und unter anderem wird mir angezeigt, welche griechischen und hebräischen Wörter hier mit verwandt sind oder damit übersetzt werden.
Gerade neulich hat mich noch jemand gefragt, wie ist das denn, wenn ich nach Namen Gottes recherchieren möchte? Und ich habe erst so ein bisschen rumgeeiert und so, das muss ich mal überlegen, genau. Ich dachte, warum nicht einfach mal ins Faktenbuch eingeben? Und da bekomme ich gleich ganz viele verschiedene Vorschläge, wo ich jetzt einfach mal schauen kann. Ich klicke einfach eins an und schaue, ist das der hilfreichste Artikel dazu oder das hilfreichste Konzept, was ich durchsuchen kann. Ja? Und dann sehe ich, okay, siehe auch Namen Gottes im Alten Testament oder ich öffne gleich einen Assistenten dazu und bekomme hier dann gleich ganz viele Lexikon-Einträge. Hier habe ich übrigens auch ein paar Englische dabei. Die sind auch in den höheren deutschen Paketen, sind ein paar Englische mit dabei. Aber wie ihr wisst, kann man sich ja alles sortieren, dass man Englische ausblenden möchte oder einfach weiter nach unten setzen möchte und so weiter. Das kann man sich ja in Logos dann wirklich auch sehr schön anpassen. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, beim Faktenbuch, es geht nicht darum, dass man sagt, das Faktenbuch ersetzt alles. Das heißt, ich gebe hier irgendwas ein und es gibt die vollständige Recherche und ich muss nichts anderes mehr öffnen. Es geht wirklich darum, zu sagen, es gibt einen Ort, wo ich anfangen kann und gerade in diesem unteren Abschnitt hier, siehe auch, bekomme ich dann ganz, ganz viele Ideen, wo ich weitersuchen kann. Wenn ich also sage, diese Abschnitte hier oben, die finde ich alle nicht ausführlich genug oder das hat nicht genau das getroffen, was ich gesucht habe, dann einfach nach unten gehen, verwandte Begriffe, andere Assistenten starten oder einfach auch mal nach Namen Gottes suchen und dann durchsucht ihr mir dann gleich meine ganze Bibliothek danach und der macht hier eine Suche, da wäre ich wahrscheinlich eine Viertelstunde mit beschäftigt, mir genau rauszusuchen, wonach hier alles gesucht werden soll. Der stellt mir das zusammen, dass er nach unterschiedlichen Arten von Datensätzen sucht. Also auch hier bei dem allerletzten Klick lohnt sich das manchmal zu machen. Und wenn er dann die Bücher durchsucht, dann kann ich ja hier bei Durchsuchen auch noch festlegen, welche Werke ich jetzt genau durchsucht haben möchte. Bestimmte Reihen, bestimmte Sammlungen, die ich mir zusammengestellt habe und so weiter. Also wenn ihr sagt, Faktenbuch, ich weiß nicht genau, wie ich da anfangen soll, einfach was eintippen und dann mal schauen, was passiert. Was wird euch angezeigt in der Liste? Und wenn euch das nicht ausreicht, dann unten auf alle Anzeigen für Leben oder Umschalt- und Enter-Taste und ihr bekommt eine ganz große Liste. Und in den meisten Fällen werdet ihr auch da ganz viel Informationen finden, die ihr dann sehr gut weiterverarbeiten könnt. Jetzt ist ja so, dieses Faktenbuch lebt ja von den Inhalten, die in Logos hinterlegt sind. Wir haben gesagt, wenn wir schon so ein neues Faktenbuch machen, dann brauchen wir auch nochmal richtig, richtig gut mehr Inhalte. Und deswegen haben wir tatsächlich es geschafft, innerhalb von ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten, die realen Enzyklopädie uns in Logos zu integrieren. Also ihr seht, das ist hier, das ist nicht realen Enzyklopädie, Religion, Geschichte und Gegenwart. So, gleich verpennt hier. Genau, aber RGG, das ist ja das, worunter man das normalerweise kennt. Also tatsächlich alle neuen Bände, die erschienen sind und die neueste Ausgabe davon. Und ich war am Anfang so ein bisschen, oh ja, ich weiß nicht, ob ich das persönlich brauche. Es gibt einige, die sagen, hey, das ist das Nachschlagewerk und ich verstehe auch warum, weil es wirklich, wirklich ausführlich ist. Ich will euch einfach nur ein paar Stichpunkte nennen, wo wir merken, das eröffnet nochmal eine ganz neue Qualität an Artikeln, die es in Logos noch vorher gar nicht gab. Also viele, viele Beiträge, da gab es keinen Lexikon-Eintrag zu oder überhaupt keinen Eintrag zu auf Deutsch. Aber es gibt sogar viele Einträge, es waren mehrere hundert Einträge, die wir neu anlegen mussten, um quasi Datensätze zu haben, weil die Artikel in RGG so viele waren, dass wir noch gar kein Stichwort dazu hatten. Und einfach nur, um euch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, mal Informationen zu verschiedenen Denominationen. Ja? Also wenn ich jetzt die Mennoniten eingebe. Oder es gibt dann die wallonisch Reformierten. Also das sind wirklich so spezielle Themen und so spezielle Recherchen. Und hier gibt es dann tatsächlich einen relativ
ausführlichen Artikel dazu, wo ich sage, hey, wow, das hätte ich sonst vorher nie in Logos rausgekriegt. Da hätte ich wieder zu Google gehen müssen. Genau, also das ist wirklich was. Also auch dann hier Recherchen, ja, also Personen. Hoffentlich habe ich den richtig geschrieben. Von Clairvaux zum Beispiel. Aber auch dann noch andere, die mir schon gar nichts sagen, ja. Es gibt auch dann zeitgenössische Philosophen und Psychologen und so weiter. Also alle, die irgendwo, wie das schön heißt, Religion, Geschichte und Gegenwart, die irgendwo einen Beitrag geleistet haben, der irgendwie die Theologie beeinflusst, da gibt es oft Artikel dazu. Auch Dinge wie Lausanner Erklärung zum Beispiel. Das ist eine Verpflichtung, genau. Auch hier kurze Artikel dazu, die es bisher so in Logos nicht gab, auch eben aus der Neuzeit, ja, einfach sehr, sehr wertvoll. Es gibt ethische Themen wie Sicht der Schwangerschaft in der Kirchengeschichte. Es gibt soziale Themen wie Bildungswesen bis hin zum Thema Freihandel, Geografie. Es gibt Frankreich aus religiöser Perspektive, also wie sich die Religion in den letzten Jahrzehnten in Frankreich entwickelt hat. Christentum, Islam, Atheismus und so weiter. Also sehr, sehr viele Informationen und auch immer sehr schön belegt. Es hat eben einen hohen wissenschaftlichen Anspruch. Oder dann auch so Sachen wie Fisch in der christlichen Kunst. Also Themen aus der Kunst, aus, ja, wie gesagt, also ihr merkt, ich bin begeistert, ich habe ein bisschen drin rumgestöbert und wie immer, es ist ein Werk, was man selber bewerten muss, wo man schauen muss. Ihr habt noch viele andere Werke dabei, mit denen ihr überprüfen könnt, was davon passt, was davon ist vielleicht, hat eine gewisse Färbung, wie ja eigentlich alles. Aber es ist auf jeden Fall eine riesige Chance, ganz, ganz viel in die Breite zu gehen, auch ganz neue Themen zu erschließen, die bisher noch in keinem Lexikon möglich waren und eben auch über das typische Bibellexikon hinaus, wo es nur um die biblischen Themen geht, auch über Kirchengeschichte und vieles andere hinweg. Das ist wirklich eine große Empfehlung, da reinzuschauen und das zu nutzen. Weil das eben so groß ist, konnten wir das auch erst im Goldpaket mit anbieten. Aber für die kleineren Pakete haben wir dann auch Herders Bibelkommentar zum Beispiel dabei, Lexikon zur Bibel, die dann eher auf das Biblische fokussiert sind. Und RGG hat eben nochmal diesen Horizont erweitert über rein Bibel hinaus zu verschiedenen Theologen, Kirchengeschichten und anderen Themen dazu. Das ist ja schon alles gar nicht schlecht oder sogar schon ziemlich gut eigentlich. Aber was jetzt richtig der Hammer ist und was mich persönlich besonders freut, ist, dass das alles jetzt auch mobil verfügbar ist. Und ich habe das Faktenbuch geöffnet, das könnt ihr unten über das Hamburger Menü machen. Wichtig ist jetzt, ich bin gerade auf einem Apple-Gerät, das heißt, bei Android sieht das alles ein bisschen anders aus, ist aber zu 99% von der Funktion her genau gleich. Also wenn ich jetzt hier ins Faktenbuch gehe, dann kann ich hier oben genauso ein Thema oder eine Bibelstelle eingeben, wie ich das auch am Computer gemacht habe. Also ich gebe hier auch wieder ein Leben und ich bekomme auch hier genau diese Übersicht, auch wieder hier mit der Möglichkeit zu sagen, alle zeigen. Dazu braucht es natürlich eine Internetverbindung, weil die Recherche auf dem Handy alleine ziemlich viel wäre. Und ihr seht, dass jetzt hier genau die gleichen Dinge angezeigt werden, wie eben auch am Computer. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Möglichkeit zur Recherche, die ich vorher nie hatte. Es gab noch nicht mal einen guten Themenassistenten. Es gibt auch den neuen Seelsorgerassistenten, gibt es nicht auf dem Handy. Aber, nehmen wir mal hier die Trauer. Aber ich brauche auch keinen Seelsorgerassistenten, denn ich kann hier im Faktenbuch anklicken und gehe auf Trauer und habe die meisten Informationen aus dem Seelsorgerassistenten, auch die Links zu den Büchern in meiner Bibliothek, habe ich hier offline dabei, beziehungsweise ich muss im Faktenbuch suchen, aber kann dann nachher die Bücher auch offline lesen und
hier dann schön weiterarbeiten, markieren und so weiter. Also habe auch hier meine Schlüsselstellen dabei, habe dann Bücher in der Bibliothek, die wir auch hier gerade noch am Ausbauen sind. Und das ist richtig, richtig schöne Sache. Eins, was vorher auch für mich immer ein bisschen schwierig war, war eine Wortstudie zu machen. Vor allem, wenn ich mir nicht ganz sicher war, wie heißt eigentlich nochmal das griechische Wort, was ich recherchieren möchte. Da bin ich dann vorher hergegangen und bin hier ins Menü, habe meine Wortstudie aufgerufen und dann kam das hier. Das hier eingegeben. So, jetzt Parakaleo würde ich jetzt gerne mal, aber er erkennt es nicht. Ja? Ich weiß auch nicht genau, wie es geschrieben wird. Ermahnen, ermutigen ist ja das typische Wort, was ich so gerne recherchiere. Machen wir die Wortstudie mal zu. Und ich möchte jetzt vielleicht doch mal das ein griechisches Wort dazu finden zu dem Wort unterscheiden. Also unterscheiden von gut und richtig, weise und schlechte Entscheidungen zu machen. Jetzt weiß ich vielleicht, dass das Wort dia irgendwie irgendwas war und bekomme jetzt hier angesagt, ja, diakrino. Kann also direkt hier draufklicken. Ich gebe also auf Deutsch das Wort ein mit deutschen Zeichen und Logos erkennt dann das Lemma. Oder ich sage, ich möchte gleich hier unterscheiden, Unterscheidung, gebe also das deutsche Wort dazu ein und klicke das an und bekomme jetzt hier schon mal einen ersten Artikel und gehe dann runter und kann dann direkt hier die Wortstudie starten. Den Assistenten öffnen und habe jetzt hier direkt meine Wortstudie, die ich vorher immer nur, wo ich ein Wort in der Bibel finden musste und draufklicken oder irgendwie lernen, wie ich das richtig eingebe. Auch das ist jetzt möglich. Was auch noch richtig schön ist, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Ergebnis, ich kann auch direkt hier meine Bibliothek durchsuchen, auch wieder dieses unscheinbare Mehr Suche nach Diakrino. Und er macht mir jetzt hier oben, macht Logos mir so eine ganz verrückte Auflistung, nämlich nach drei verschiedenen Arten von, wie das Wort vorkommen kann in der Bibliothek, wäre viel Arbeit, kann ich jetzt aber hier, es sind sogar vier verschiedene, ich kann also hier sagen, ich will jetzt nicht meine gesamte Bibliothek durchsuchen, sondern ich möchte das eingrenzen und möchte zum Beispiel mal nur im Bauer Aland suchen. Und jetzt wird mir das hier durchsucht und ich finde nicht nur den Artikel dazu, sondern ich finde auch einen anderen Artikel, wo das Wort in dem Zusammenhang nochmal erklärt wird. Also auch das ist so vorher nicht möglich gewesen. Zumindest bin ich selbst noch nicht drauf gekommen, dass man das so machen könnte und wie das genau geht. Also das ist richtig, richtig schön. Und was eben auch ganz toll ist, der alte Themenassistent auf dem Tablet hat ausgedient, denn jetzt kann ich hier auch ganz starke Recherchen machen. Zum Beispiel den Areopag, wo wir auch gerade eine Infografik zu haben, übersetzt haben. Das kann ich mir jetzt hier anschauen lassen. Ich bekomme auch hier diese bezeichnet als, also wie wird es bezeichnet, was beim Areopag jetzt nicht so besonders interessant ist. Kann dann auch hier Assistenten starten und habe auch die Möglichkeit, hier direkt Karten zu öffnen. Das geht dann allerdings in den Browser. Und da muss ich jetzt schauen, wo der hin ist. Genau. Sagte mir auch gleich, ich soll die App installieren. Habe ich ja. Genau. Und dann komme ich jetzt hier in die Mediathek, also entweder in die Übersicht, auf das Bild, was ich geklickt habe, oder aber auf das Bild, was ich gerade geöffnet habe und kann dann hier das Bild auch gleich in Fotos hinzufügen, also runterladen und damit weitermachen. Also das ist wirklich richtig, richtig schön, dass das jetzt möglich ist mit dem Faktenbuch auf dem Handy. Wo wir schon mobil unterwegs sind und gerade das iPad offen haben, möchte ich euch auch da noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, was an Neuigkeiten da ist. Es gibt einen Lesestapel, wie wir das genannt haben. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch.
auf eurem Regal zu Hause liegen so 4 bis 15 Bücher, alle so übereinander und überall liegen Lesezeichen drin und ihr sagt, irgendwann will ich das mal weiterlesen. Das könnt ihr mit Loggers jetzt auch machen. Eine schöne Sache ist auch, gerade wenn man gemerkt hat, es gibt jetzt viele neue Bücher, die ihr in eurer Bibliothek habt, dann möchtet ihr ja vielleicht mal in die Bibliothek reingehen und möchtet euch die neuesten Bücher mal anschauen. Ein Tipp ist übrigens, in Logos selbst kann man in der Bibliothek filtern, zum Beispiel Bücher, die in den letzten 7 Tagen oder in den letzten 4 Wochen hinzugefügt wurden. Das habe ich gemacht, als mein Upgrade kam und ich gesagt habe, jetzt tagge ich die mal, alle neuen Bücher seit Logos 9 zum Beispiel. Und dann kann man die hier filtern und sagen, ich möchte nur meine neuesten Bücher anschauen oder angezeigt bekommen. Und dann kann ich mir die mal ein bisschen durchscrollen und sagen, boah, das Buch interessiert mich, muss es aber nicht gleich öffnen, sondern ich kann es auf meinen Lesestapel legen. Das heißt, ich klicke hier neben drauf, ich zeige es euch mal, ich klicke hier neben auf die 3 Punkte und habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Man konnte schon immer Bücher runterladen, was ganz stark ist, dass man auch offline bearbeiten und lesen kann und es einfach auch schneller und flüssiger arbeitet. Das habe ich sogar schon auf den Lesestapel draufgelegt, kann ich also entfernen. Ich kann auch einen Leseplan starten. Das bedeutet, ich sage nicht nur, ich will das mal später irgendwann lesen, sondern ich möchte es in gewissen Etappen lesen. Kann man Lesefortschritt zurücksetzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese Funktion noch nicht hatte, dass man das Buch auch direkt durchsuchen konnte. Das ist jetzt auch möglich. Das heißt, wenn ich mir jetzt also hier ein Buch aussuche und sage, das hier möchte ich gerne auf meinen Lesestapel setzen, dann wird das hinzugefügt. Und hier oben gibt es in der Bibliothek jetzt nicht nur Bücher und Store, sondern es gibt auch den Lesen-Abschnitt. Und da gibt es oben 2 Lesestapel-Möglichkeiten. Einmal das der persönliche und dann die Gruppenlesepläne. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, wenn ihr euch mal überlegt, dass ihr mit anderen Nutzern zusammen Bücher lesen könnt, auch Fortschritte vergleichen, Notizen teilen und so weiter. Könnt ihr also machen. Und dann hier mein Lesestapel von den Büchern. Seht ihr, ich wollte mal Bauer Alan ein Stück durchlesen. Das ist doch eine ganz tolle Idee. Ich glaube, den machen wir raus. Genau, und die anderen Sachen, die möchte ich jetzt lesen. Und dann sage ich, ja, aber hier Evangelium des Reiches, beziehungsweise nehmen wir mal das Handbuch für biblische Seelsorge. So, da möchte ich jetzt einen Leseplan mit starten. Und da kann ich mir dann jetzt aussuchen, ich bekomme jetzt hier eine Einteilung, die Logos mir vorschlägt nach den Kapiteln und kann dem Ganzen einen Titel geben, kann sagen, in welchem Tempo ich das machen möchte, also an welchen Tagen und wie häufig und kann das Ganze dann auch teilen und dann den Leseplan starten. Und die Lesepläne, die erscheinen dann unter anderem auch auf der Startseite oder aber hier unter dem Lesen-Abschnitt mit den aktiven Leseplänen. Also das ist richtig, richtig nett, dass man hier ein bisschen jetzt vorausplanen kann, seine ganzen Lesevorhaben auch mal ein bisschen konkreter umzusetzen. Dann gibt es auch noch den Bibelstellenscanner. Den gibt es weiter unten. Den gab es quasi auch schon immer. Aber das Schöne jetzt ist, dass wenn ich jetzt hier ein Bild nehme, dann scannt er mir die Bibelstellen. Also das habe ich jetzt gemacht, einfach aus einer Bibel raus, von Querverweisen. Und nicht alle, aber sehr, sehr viele der Bibelstellen erkennt er mir jetzt. Und bisher konnte ich mir die dann nur anschauen oder einzeln öffnen. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze als Versliste zu speichern. Und kann jetzt sagen, das ist jetzt aus der Studienbibel, erkennt er nicht so einfach. Aber ihr versteht den Punkt. Ich kann mir das Ganze als Versliste speichern und die wird natürlich wie immer auch mit meinem Desktop synchronisiert und ich kann mir, wenn ich bei Seminaren bin oder wenn ich ein Buch gelesen habe, ein Foto machen. Die Bibelstellen werden erkannt, solange sie im richtigen Format sind und werden dann auch gut nutzbar, um in Logos damit weiterzuarbeiten. Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Desktop-Anwendung. Denn auch hier gibt es die Lesepläne, um das nochmal aufzugreifen.
Die kann man auch hier erstellen und dann mit dem Tablet synchronisiert dort weiterlesen. Was ja auch immer ein großer Vorteil ist, dass man nicht alles am Tablet erstellen muss, aber lesen ist ja vielleicht dann doch eher dort interessant. Ich kann jetzt hier mir ein anderes Buch raussuchen. Nehmen wir mal die Ratschläge für Prediger. Und hier mit einem rechten Mausklick drauf, mit einem rechten Mausklick und dann mit Leseplan beginnen, das Ganze starten. Und hier habe ich jetzt die Kapiteleinteilung und kann hier sagen, in meinem eigenen Tempo, ich möchte jeden Tag, meinem eigenen Tempo bedeutet also, Logos wird uns nicht daran erinnern, zu sagen, hey, heute musst du aber und jetzt mach mal bitte vorwärts, sondern ich kann das einfach nach und nach durchklicken und sehe meinen Lesefortschritt. Ich sehe es auf meiner Startseite, kann ich mir es einrichten auf dem Tablet, sodass ich einfach weiß, okay, hey, da wollte ich eigentlich dranbleiben an diesem Buch. Jeden Tag, da bekomme ich eben eine Erinnerung, ab wann ich das machen möchte. Ich kann mir das also auch Bücher nacheinander einplanen. All das ist möglich. Man kann Lesepläne auch manuell erstellen. Das geht dann hier oben über die Dokumente. Wenn ich hier draufklicke, habe ich hier die Möglichkeit, über neu Lesepläne zu erstellen. Also ich kann einen selbstgemachten Leseplan erstellen. Das bedeutet, ich kann hier sagen, wann ich anfangen will und so weiter, wie man das auch kennt. Und dann kann ich hier Verknüpfungen ablegen, beziehungsweise aus geöffneten Werken heraus mir meine eigene Lesepläne zusammenstellen. Und das muss nicht aus dem gleichen Buch sein. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte ein bestimmtes Thema recherchieren über ein paar Wochen hinweg. Und vielleicht geht es um die Kunst. Ich nehme jetzt hier mal Fische in der christlichen Kunst und sage, wählen Sie ein geöffnetes Werk und dann kann ich mir hier aussuchen, dass ich diesen Artikel aus der RGG lesen möchte. Das klicke ich mir an und sage Einheit hinzufügen. Jetzt werde ich hier also erinnert, heute möchtest du diesen Artikel lesen. Dann habe ich vielleicht einen anderen Artikel, wo ich sagen möchte, wir nehmen jetzt mal hier Thema Flüsse, Wasser. Genau, das mache ich genauso. Ich erstelle mir hier einen Abschnitt. Dann möchte ich vielleicht was ganz anderes lesen. Nehmen wir doch mal den Spurgeon hier. Ich möchte vielleicht noch die Ratschläge lesen. Und hier ist es jetzt so, wenn ich jetzt hier das einfüge, wählen Sie das aus, dann fügt er mir nur die Seite 140 hinzu. Also es wird immer das eingefügt, was hier oben in der Leiste steht. Ich kann jetzt hier draufklicken und könnte mir entweder hier das alles markieren. Je mehr ich mir markiere, desto mehr Seiten werden hier oben in der Seitenspanne angezeigt. Ich kann das Ganze dann aber auch manuell eingeben. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte vielleicht Kapitel 11 und 12 lesen. Also klicke ich auf Kapitel 11, Seite 140, klicke auf Kapitel 13 und sage dann Seite 140 bis 163 lesen. Das steht dann hier oben drin. Und wenn ich jetzt es hier neben auswähle, wählen Sie ein geöffnetes Werk, dann bekomme ich hier angezeigt Seite 104 bis Seite 163 und das wird mir dann auch auf meine Liste gelegt. Also das fand ich richtig spannend, dass man sich selbst seine eigenen Lesepläne erstellen kann. Und Geheimtipp, das könnte man natürlich auch für Unterricht benutzen, also für Pflichtlektüre. Einige Bibelschulen, Universitäten haben jetzt mittlerweile Logos als Standard-Tool oder als eins der Tools, die verpflichtend sind und haben extra Bücher auch bestellt sozusagen bei uns und haben gesagt, hey, das wäre wichtig, dass wir das reinkriegen. Und dann steht im Syllabus so und so und so und so. Lesen die und die Seiten bis zu dem und dem Datum. Ihr könntet hier einen Leseplan erstellen, entweder als Studenten oder auch die Dozenten. Und könntet sagen, ich teile das jetzt hier mit meiner Gruppe. Also ich gehe auf Teilen und kann das hier mit einer Gruppe teilen. Und dann bekommt der erste Jahrgang diesen Leseplan geteilt und jeder kann den dann anfangen und entweder das Timing mitmachen von der ganzen Gruppe oder sein eigenes Timing setzen, den übernehmen. Und das macht natürlich das Ganze auch wieder einfacher und auch ein bisschen interessanter, wenn dann andere gleichzeitig mitlesen können. Eine ganz, ganz tolle Neuerung, meiner Meinung nach, ist eine ganz kleine. Und zwar, dass man
in Notizen mittlerweile Bilder einfügen kann. Und ich sage euch auch gleich noch ein paar Tipps, warum ich das besonders cool finde. Ich zeige euch aber erst, wie es geht. Ich habe jetzt hier verschiedene Notizen angelegt. Das Notizbuch unter den Werkzeugen zu finden, hier bei den Notizen. Und habe hier bei Filtern und Notizbuch ausgewählt, dass ich das Notizbuch nutzen möchte, die Notizbuchübersicht. Und habe mir eine Predigtvorbereitung für Jeremia 2 Notizbuch angelegt und da meine ersten Notizen reingepackt. Das hier ist schön. Das kommt nämlich direkt aus Logos selber. Wäre jetzt ein Weihnachtsmotiv. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo ich Bilder herholen kann. Die Möglichkeiten findet man hier unter Medien einfügen. So, hier habe ich jetzt oben drei verschiedene Möglichkeiten, woher ich mir Bilder einfügen kann. Ich bin gerade unter eigene Medien und das ist jetzt eben das sehr, sehr Schöne und Spannende. Wir haben eine eigene Plattform, sozusagen einen eigenen Cloud-Speicher. Den könnt ihr auch finden unter amber.faithlife.com. Das ist sozusagen unsere Medienverwaltung. Und diese Seite haben wir jetzt sozusagen in Logos integriert. Und jeder, der einen Logos-Account hat, hat auch gleichzeitig die Möglichkeit, hier auf diese Mediendatenbank zuzugreifen. Ihr müsst diese Seite amber.faithlife.com nicht kennen. Falls ihr aber dann auch mal von externen zugreifen möchtet, könnt ihr euch hier einloggen und ihr könnt euer ganzes Bilderarchiv hier sehen und könnt dann hier auch nochmal ausführlicher Begriffe taggen und so weiter. Also das Bild habe ich einfach hochgeladen. Das geht über diesen Button. Oder man kann auch einen Link von dem Bild, was schon online ist, eingeben und dann wird das automatisch hier reingeladen. Und ich habe dann hier unten ganz viele Möglichkeiten, Metadaten zu vergeben. Also Titel, Autoren, eine Beschreibung. Ich kann auch Tags vergeben. Und das ist jetzt ganz, ganz spannend. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Jeremia eingeben und bekomme jetzt Logos-Datensätze hier unten angezeigt. Das heißt, ich könnte das Ganze jetzt Jeremia 2 Vers 12 zuordnen. Ich gebe also nicht jeden Tag ein, sondern ich gebe die Reference ein und habe dann das verlinkt mit der Bibelstelle. Aktuell ist es so, soweit ich weiß, das kann man in Logos noch nicht filtern. Ich weiß nicht, ob das mal kommt, aber wenn man das hier zumindest schon mal eintippt, kann man das schon nutzen. Nämlich indem ich jetzt hier zum Beispiel bei, wenn ich das jetzt abspeichere, habe ich hier neben schon meine Tags, die ich dann filtern kann. Ich kann mal auch eigene Boards anlegen. Das sind sozusagen so eigene Unterbereiche. Das alles geht aber auch nicht nur im Browser, sondern eben auch hier. Auch hier habe ich das gleiche System. Ich habe hier neben Boards. Ich kann also anlegen und sagen, das ist jetzt für Hauskreis zum Beispiel. Und dann kann ich mir alle Bilder, die in den Hauskreis-Kontext passen, hier in diesem eigenen Board abspeichern. Das heißt, jetzt bin ich im Predigtvorbereitungsboard und sehe nur noch die Dateien, die dem zugeordnet sind. Man kann Dateien auch mehreren Boards zuordnen. Das geht hier unten. Da kann ich dann einfach sagen, Add to und dann aussuchen, welches ich haben möchte. Da kommt jetzt die Skalierung von meinem Bildschirm ein bisschen in die Quere, aber das steht dann da unten. Ich kann, wie gesagt, hier das einfach hochladen, klicke das Bild an und gehe dann auf Einfügen. Also hier unten klicke ich dann auf Einfügen, kann auch, wie gesagt, hier meine ganzen Metadaten hinterlegen, die hoffentlich irgendwann auch durchsuchbar werden und habe da echt ganz viele Möglichkeiten, jetzt hier das Bild einzufügen und dann in der Notizdatei weiterzuarbeiten. Interessant hierbei ist auch, ihr könnt das Ganze auch über Handy machen. Das heißt, ihr öffnet die Notizdatei auf dem Handy und fügt ein Bild an, was ihr entweder direkt im Handy macht oder aber was sowieso in eurer Handy, in eurer Handygalerie drin ist. Und das synchronisiert sich dann auch hier wieder mit eurer Cloud, eben dann auch mit euren Desktop-Anwendungen, Web-App und so weiter. Es gibt auch eine Möglichkeit, hier bei den Bildern nicht nur eigene Bilder hinzuzufügen, sondern sogenanntes Faithlife-Stock. Stockfotografie ist eben das, dass man Bilder macht und die zur Verfügung stellt, so dass andere die legal nutzen dürfen, weil normalerweise sind Bilder ja rechtlich geschützt. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal Christmas eingeben. Also hier muss man tatsächlich englische Begriffe eingeben.
weil das keine Datensätze sind, sondern der durchsucht den Text an sich. Wie viele Bilder hier drin sind und von welchen Anbietern hängt auch wieder von eurem Paket ab. Also in höheren Paketen bekommt man mehr kostenlose Fotografie und die dürft ihr dann tatsächlich auch nutzen und die sind tatsächlich auch schön. Also es ist nicht irgendwie so mega kitschig und aus den 70ern oder so, sondern das sind wirklich moderne Fotografien hier. Die dürft ihr dann für eure Präsentation und so weiter dann tatsächlich nutzen. Das kommt mit eurem Logos-Paket. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, hier noch von Unsplash das zu integrieren. Unsplash ist eine der größten kostenlosen Stock-Seiten, die nicht nur christliche Dinge haben, sondern auch vom ganzen Spektrum, was eben Fotografen so anbieten. Sehr, sehr geschmackvoll, sehr modern und stylisch. Also da ist ganz sicher was dabei, was euch gefällt. Das dürft ihr dann auch kostenlos nutzen. Also das ist richtig schön und empfehle ich euch sehr, da mal reinzuschauen. Gilt übrigens dann auch für die Predigtvorbereitung. Auch Predigtfolien kann man hier drüber integrieren. Auch hier kann ich, wenn ich eine Folie habe, über Bearbeiten die Recherchen starten und kann in der Mediensuche jetzt wechseln zu meine Bibliothek, also die Nutzerbibliothek. Und auch hier sind dann jetzt die Grafiken drin, die ich hochgeladen habe. Wie gesagt, an dieser Stelle wünschte ich mir, dass man das Ganze dann auch tatsächlich dann filtern kann nach Bibelstellen, nach Thementagging und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass das eines Tages kommen wird. Das hoffe ich zumindest auch für mich persönlich. Genau, auch hier in der Logos-Bibliothek gibt es dann die Stockfotos von Logos selber. Die findet man dann hier unter Logos-Stockfotos. Da kann man die dann filtern und dann hier auch über die Suche finden. Also klein, aber fein Bilder in Notizen geht. Jetzt habe ich hier ja, falls das jemand mitgekriegt hat, habe ich hier eine Datei eingefügt, die ich selbst per Hand gemacht habe. Ich mache meine Predigtvorbereitung oft so, dass ich den Bibeltext in relativ kleiner Schrift, aber mit Zeilenabstand ausdrucke und entweder mit Hand oder mit dem iPad, mit dem Stift durcharbeite. Und diese Infos habe ich natürlich nicht in Logos. Und bisher, ich konnte die nicht in Logos integrieren. Ich hätte persönliches Buch erstellen müssen. Oh, kompliziert. Jetzt habe ich das einfach fertig von meinem Tablet rübergezogen, eingefügt hier und kann jetzt hier noch die wichtigsten Tags vergeben. Also ich kann hier unten hier noch Stichworte einfügen und finde jetzt meine handschriftlichen Notizen in Logos, die ich mir entweder abfotografiert habe oder eben aus einem handschriftlichen Dokument exportiert habe und finde die jetzt tatsächlich auch in Logos im ganzen Archiv. Das ist wirklich mega, mega cool, finde ich. Auch wenn ihr in der Predigt sitzt, Predigtmitschriften vielleicht macht, im Unterricht sitzt, macht ein Foto von der Präsentation, die vorne an der Wand ist, fügt sie in eure Notiz ein. Es gibt mittlerweile auch Texterkennungsprogramme, sogar Texterkennungsprogramme, die handschriftliche Notizen erkennen. Es wäre also tatsächlich eine Überlegung wert zu sagen, ich lasse meine handschriftlichen Notizen von so einem Programm erkennen, mache meine handschriftlichen Notizen als Foto rein und zusätzlich, damit es durchsuchbar ist, noch die von dem Programm erkannten Umschriften, also digitalen Texte, und habe dann beides, habe meine handschriftlichen Notizen und sie sind gleichzeitig noch durchsuchbar. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwann anbieten können, dass auch in Handschrift erkannt wird, aber es gibt da ganz viele Möglichkeiten und vielleicht kostet es den einen oder anderen Euro, aber stellt euch vor, ihr könnt eure ganzen Notizen, handschriftlichen Sachen, die ihr habt, von irgendeinem Service-Dienstleister erkennen lassen und dann voll in Logos integrieren und es wäre voll durchsuchbar. Also so ein bisschen träumen darf man ja und ein paar Möglichkeiten möchte ich euch da einfach mitgeben und was ihr jetzt draus macht, werdet einfach kreativ mit den Möglichkeiten, die wir euch hier geben. Interessant ist aber, in Logos selbst könnt ihr keine PDF- oder Word-Dateien oder irgendwas hochladen oder Videos. In Amber, wenn ihr also hier auf dieser Seite seid, amber.faithlife.com und eingeloggt seid mit euch als Benutzer, dann könnt ihr hier auch PDF-Dateien hochladen.
Auch das ist möglich. Und diese PDF-Dateien könnt ihr dann auch, hier ist zum Beispiel eine, könnt ihr dann genau den gleichen Stichpunkten vergeben. Ihr könnt sie auch dann in verschiedenen Boards zuordnen. Also könnt zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein Hauskreis-PDF. Ihr könnt also theoretisch auch alte Predigten hier hochladen. Predigten insgesamt, auch gerade wenn ihr Predigten habt, wo Bilder und Grafiken mit drin sind, kann man dann über persönliche Bücher integrieren. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das hat aber auch gerade jemand gefragt. Also es gibt hier die Möglichkeit, persönliche Bücher zu erstellen. Und hier kann ich Word-Dateien, keine PDF, sondern Word-Dateien anlegen, nutzen, neues Buch, und kann hier die Buchdaten eingeben, die Textdatei hinzufügen, die Word-Datei, und ein Logos-Werk erstellen. Das geht zum Beispiel, wenn ihr PDFs habt, es gibt Online-Tools, die konvertieren euch das nach Word, und dann könnt ihr es auch integrieren. Und das ist dann natürlich auch durchsuchbar, je nachdem, wie viele Datensätze ihr dann zusätzlich dann noch an eure Predigten dranhängt. Jetzt habe ich noch zwei ganz große, schöne Dinge und noch ein paar Kleinigkeiten. Das erste ist das Charting-Tool, also ein Diagrammwerkzeug oder wie wir das genannt haben. Hier geht es darum, dass ich Dinge, die ich gesucht habe, auch grafisch darstellen lassen kann. Das ging bisher auch schon, ist aber mittlerweile ein bisschen schöner geworden und stürzt bei mir auch nicht mehr ab. Ich hatte immer das Problem, dass es abstürzt. Keiner wusste, warum. Jetzt funktioniert es bei mir hervorragend. Wenn ich also Bücher, also wenn ich die Bibel durchsuchen möchte und eine Suche gestartet habe, dann wird hier oben dieses Diagramme-Symbol aktiv. Wenn ich keine Suche habe, wie hier, dann ist es noch deaktiviert, also ausgegraut. Und sobald ich eine Suche gestartet habe, wird es hier angezeigt. Und jetzt kann ich hier schauen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte gerne schauen, wo Jerusalem im Buch Markus vorkommt. Und zwar dann in welchen Kapiteln. Und ich suche jetzt also nicht nach dem Wort Jerusalem, obwohl es hier, glaube ich, fast immer mit Jerusalem bezeichnet wird. Aber hier steht einfach nur vor die Stadt. Logos weiß ja, dass das Jerusalem ist. Und findet es deshalb also trotzdem. Und dann starte ich hier die Diagramme und habe jetzt natürlich hier nur ein Ergebnis, denn ich suche nach Häufigkeit pro Wörter im Buch. Ich möchte jetzt aber nicht im Buch suchen, sondern ich möchte im Kapitel suchen. Und zwar relativ dazu, wie viele Wörter in dem Kapitel grundsätzlich vorkommen. Also schön statistisch korrekt. Ich bekomme jetzt angezeigt, in welchen Kapiteln es wie oft vorkommt, prozentual. Aber ich möchte jetzt ja auch sehen, wo es nicht vorkommt. Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wo es mehr oder weniger ist, wie viel auch mal Leerkapitel sind, dann kann ich hier in den Ansichtseinstellungen auch Nullergebnisse anzeigen lassen. Kann mir das Ganze auch noch schön herbstlich einfärben lassen und habe dann hier mein Ergebnis. Sehe also Kapitel 3, Kapitel 7, und hier dann der Höhepunkt. Wer sich ein bisschen mit Markus beschäftigt hat, kann das Ganze theologisch auch schon gleich ein bisschen interpretieren. Dieser Weg von Jerusalem weg ins Land und dann zurück wieder zum großen Clash mit der Leiterschaft dort. Genau, also das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Darstellungsmöglichkeiten mittlerweile. Wie gesagt, auch Farben kann man dann schön anpassen. Da müsst ihr mal kreativ werden zu überlegen, wie kann ich denn hier suchen und wie würde es mir denn helfen, wenn ich gewisse Ergebnisse auch grafisch angezeigt bekomme. Ein wunderschönes und offensichtlich etwas, was ständig erweitert wird, wunderschönes Tool ist Bücher der Bibel. Bücher der Bibel im Überblick. Das ist ein sogenanntes Interactive, das bedeutet also, man kann damit arbeiten. Es ist nicht einfach nur eine Tabelle, sondern man kann das ganz individuell für sich anpassen und es ist sehr viel schön grafisch aufbereitet. Also es gibt auf der linken Seite, wie in vielen, gibt es die Filter. Und da können wir jetzt dann raussuchen, in welchen Büchern der Bibel wir jetzt filtern möchten.
Also möchten wir zum Beispiel Altes Testament und möchten wir nur Neues Testament haben, können wir verschiedene Kategorien auswählen, in denen wir suchen möchten. Das ist jetzt für das, wo man denkt, wofür braucht man das jetzt genau? Das braucht man nachher für die Details, wenn wir hier weitergehen. Hier kann ich jetzt erstmal anschauen, welche verschiedenen Arten von Literatur hat es denn in verschiedenen Büchern. Und da sieht man schon, 1. Mose, natürlich ganz, ganz viel Erzählung. Levitikus, ganz wenig Erzählung. Und 4. Mose ist aufgeteilt. 1. Hälfte Erzählung, 2. dann viel nochmal Wiederholung, genau wie in 5. Mose. Ja? Also das bekommt man schon mal einen ersten Überblick. Wer sich ein bisschen mit den Büchern beschäftigt hat, weiß, ah ja, stimmt, genau, ab dem Zeitpunkt kommt dann her, wird dann die Bundeslade und alles erklärt. Das ist dann quasi so ab dem Kapitel hier, wo es dann die 10 Gebote gibt. Das ist schon mal sehr schön. Man kann das Ganze auch unterschiedlich sortieren. Man kann es nach dem hebräischen Modell sortieren. Also da gibt es eben die andere Anordnung, wie es in der hebräischen Bibel war oder ist. Dann kann man es auch sortieren nach Anzahl der Wörter. Und hier ist mal ganz interessant zu sehen, was das längste Buch der Bibel ist. Und es ist nicht Psalm, es ist sogar nur an 4. Stelle, denn wörtermäßig ist Jeremia noch am 1., das wusste ich, aber dass 1. Mose und Hesekiel dann doch noch vor Psalm sind, war mir nicht klar. Je nachdem, eben wie man zählt, kapitelmäßig natürlich dann die Psalmen vorne und Anzahl der Verse auch. Also das sind ganz nette Sachen, da kann man sich dann anschauen, okay, bei den kleinen Propheten vielleicht mal nur die zu filtern und dann dort zu schauen, wer hat die meisten Kapitel, die meisten Wörter und wie sind sie vielleicht bei uns sortiert, im hebräischen Kontext sortiert und so weiter. Also das ist die erste nette Möglichkeit, wie man hier ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Dann das nächste ist die Zeitleiste. Das ist eine ganz, ganz spannende Funktion, denn hier kann ich jetzt tatsächlich mal sehen, wann die unterschiedlichen Bücher entstanden sind. Und jetzt weiß ich, jetzt kommen ganz viele Sachen, ja, aber das weiß man ja nicht so genau. Ne? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Und genau diese unterschiedlichen Meinungen sind hier oben zusammengefasst. Also ich kann jetzt ganz genau entscheiden, welcher Quelle ich hier jetzt mal vertrauen möchte. Und das werdet ihr bei euch selber auch sehen, wenn ihr dieses Tool habt. Ihr habt nicht die ganzen Bücher, die drin sind, aber die Statistiken, die Jahreszahlen, die sind sozusagen inklusive in diesem Tool. Das heißt, ich kann jetzt gucken hier bei MacArthur, wie teilt MacArthur denn die verschiedenen Bücher ein? Und jetzt macht es auch wieder Sinn, hier neben die Filter zu haben, denn ich möchte vielleicht nicht unbedingt die ganze Bibel gleich jetzt hier den Zeitstrahl sehen, sondern ich möchte vielleicht ja nur die Briefe von Paulus sehen. Hier oben kann man die Filter auch immer wieder zurücksetzen. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann hier rein und raus zoomen oder auch hier mit der Höhe hineben. Und ich kann einfach hier ein Feld ziehen, also einmal mit der Maus reinklicken und ein Feld ziehen, loslassen und dann zoomt er mir in den Fokus von diesen Phasen rein. Also wenn ich dann jetzt hier nochmal genauer reingehen möchte, zoomt er mir rein. Ich habe jetzt durch den Zoom vom Fenster insgesamt ist das ein bisschen hin und her. Aber das ist schon wirklich eine ganz, ganz spannende Sache. Und was ich auch dann machen kann, ist, ich kann, wenn ich mir jetzt hier das bei den Evangelien genauer angeschaut habe, sagen, ich möchte mal bei Markus reinschauen, einen Klick und ich bekomme sofort ganz viele Details angezeigt, die auch später in der Tabellenform wieder möglich sind. Wichtige Ereignisse, die passiert sind, wichtige Orte, die in dem Buch vorkommen, Personen, die häufig vorkommen. Also Abfassungsdaten auch nochmal zusammengefasst, also das, was ich hier in der Übersicht bei einem Werk für alle Bücher haben kann, diese Daten habe ich jetzt hier auch nochmal in der Tabelle und auch die Möglichkeit, nochmal die Zahlen, die ich mir grafisch anzeigen lassen kann, hier aufgelistet zu haben. Nochmal ein bisschen trockener. Also wie gesagt, hier die Möglichkeit, die verschiedenen Werke und die Einschätzung oder die Einordnung von den Werken hier einblenden zu lassen und dann mal zu schauen, was meine Position, was meine Haltung hier ist. Der nächste Abschnitt hier oben ist der Intertext-Abschnitt. Ganz, ganz spannend. Es sieht auch wunderschön aus. Hier habe ich jetzt ja auch gerade gefiltert. Ich habe mir hier neben
den Paulus rausgesucht. Und deswegen wird er dann hier oben auch, also alle Bücher, aber nur die von Paulus kommen. Und ich sehe jetzt hier, welche Bücher, die der Paulus geschrieben hat, die sind aktiv, auf welche anderen Bücher im Alten Testament verweisen, Querverweise haben. Und ich kann auch aussuchen, welche Art von Querverweis das sein soll. Also muss es ein markiertes Zitat sein. Also Paulus sagt, wie schon so und so David gesagt hat, dann ist es ein markiertes Zitat. Es ist ein unmarkiertes Zitat, wo einfach nur direkt zitiert wird oder wo es nur eine Anspielung gibt oder sogar nur ein Echo. Also wo man sagt, okay, da wird er wahrscheinlich darauf Bezug genommen haben, ohne dass das jetzt wirklich sofort erkennbar ist. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt hier auf was draufklicken. Ich kann zum Beispiel jetzt hier auf Genesis klicken und ich habe dann hier einen automatischen Filter, nämlich die Paulusbriefe, die ich gefiltert hatte und 1. Mose, was ich hier gefiltert habe, indem ich auf 1. Mose geklickt habe. Das heißt, ich sehe also jetzt alle Paulusstellen, wo er markiertes Zitat aufs Alte Testament hat. Also was sagt die Schrift? Auch hier wieder, wir sagen doch, Abraham ist durch Glauben gerecht geworden. Auch da starkes Zitat. Oder ich kann sagen, ich möchte tatsächlich alle Querverweise haben. Wieder paulinisch auf Genesis, klicke ich drauf und da hat er natürlich ein bisschen mehr zu tun. Anstatt 11 habe ich jetzt 49 Bezüge. Also ich kann wirklich einstellen, genau welche neutestamentlichen Bücher auf welches alttestamentliche Buch Bezug nehmen sollen. Ja? Wenn ich jetzt hier ein bisschen mit den Suchbegriffen auch arbeiten kann, kann ich natürlich jetzt hier auch noch hinzufügen, dass es Genesis, Exodus und so weiter filtern soll. Also ich kann mir die eigenen Bücher raussuchen, auf welche Stelle es Bezug nimmt. Also dieser Suchbefehl, der geht ja auch schon so, aber es ist viel bequemer, das so zu machen und viel anschaulicher und viel schneller und für manche überhaupt erst zum ersten Mal möglich, diese Bezüge herzustellen. Also das ist wirklich, allein diese Funktion lohnt sich dieses Bücher im Überblick auf jeden Fall schon. Also sehr empfehlenswert, da zu schauen, dass man das mit dabei hat, wenn man sich dafür interessiert. Bei Zahlen, das ist jetzt so ein bisschen was für Sprachfans. Da geht es jetzt einfach darum, welche... Moment, wo ist der Filter? Da oben. Genau, also welche Lemmata oder welche Wurzeln in welchem Text wie oft vorkommen. Also ich kann zum Beispiel hier aussuchen, welche Lemmata gegenüber Wörtern kommen in den unterschiedlichen Büchern vor. Und da sehe ich zum Beispiel das 3. Johannes... dass das hier unten sehr einfache Bücher sind, die halt nicht so viele komplexe Lemmata haben. Und Jesaja zum Beispiel, Psalm, Jeremia, die haben sehr einen komplexen Wortschatz. Das erkennt man dann auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte und Lukas. Da weiß man, das sind die hochgebildeten Bücher der Bibel, also die eine sehr komplexe Sprache benutzen, im Gegensatz zu Johannes. All das kann man sich ein bisschen grafisch darstellen lassen. Und das Letzte ist das Ganze einfach nochmal in der Tabelle als Übersicht. Tabelle aber eben, indem man sie filtern kann und sagen kann, ich möchte jetzt nur neutestamentliche Bücher hier in der Übersicht haben und hat dann hier eben eine Übersicht, die man dann auch eben wieder durchsuchen kann. Ja, also auch das hier ist, wie man ja sieht, hier eine interaktive Angabe und ich kann also draufklicken und direkt in den Büchern auch suchen. Eine Sache ist auch noch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr dürft uns natürlich gerne auch immer anschreiben oder Webinare schauen oder so, aber wenn ich jetzt hier Hilfe brauche, kann ich einfach hier oben auf das Hauptmenü gehen und Hilfe zur Logos Bibelsoftware anklicken und hier bekomme ich jetzt nicht einfach die Datei irgendwie irgendwo geöffnet, sondern ich bekomme sie tatsächlich an der Stelle geöffnet, wo ich mich gerade befinde, nämlich im Predigtdokument. Das heißt, wenn ihr an der Stelle seid, wo ihr sagt, oh, was heißt denn jetzt eigentlich nochmal dieser Knopf? Was kann ich jetzt hier genau machen? Dann nutzt die Hilfe hier.